Und wir kriegen direkt 2 draus. Wait, what? 2, 3. Wait, what now? Macht er dann auch 2 oder was? Nee. Der würde dann nicht nur doppelt so schnell arbeiten, sondern er würde doppelt so viel rausbekommen. Tatsächlich. Was? Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Tektonika unter der Erde und wieder mal am Start hier. Und ich habe noch ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen was an Brennstoff gemacht, hinten die Maschinen aufgefüllt und schon mal angefangen, denselben Blödsinn zu machen, den ich hier noch in Satisfactory mache. Und zwar, naja, planieren. Ich planiere die Landschaft, weil es einfach mal geht. Und, ja, zuerst einmal möchte ich Folgendes tun. Ich möchte schon mal ganz kurz unsere Stromversorgung ein bisschen anklemmen. Da hinten dran, an die Strombank, die ist ja da unterwegs. Dazu haben wir ja hier diese wunderschönen 325 Stromdinger. Die kann ich ja einfach mal komplett rüberziehen. Aber es reicht auch, ja, es sind 50, also sollte locker reichen. Die ziehe ich mal bis hier rüber. So. Und dann machen wir jetzt mit dem Mol mal den Weg frei. Und klemmen jetzt diese Bank hier an unser Hauptnetzwerk. Okay, das geht nicht. Macht aber nichts. Ich will den nach dorthin ziehen. Und dann einfach nur drunter. So. Jetzt sollten die Jungs hier bereits den Strom kriegen, genau. Und was wir auch machen werden, ich habe ja noch ein paar Dinge gefunden. Ein paar Akkumulatoren. Die können wir hier mit dazu schalten. Und wir können hier auch die Cranks. Task inbound. Accumulator. Stores electrical power for delayed distribution. Ja. Das ist der Plan. Strom speichern für später. Hier mal Folgendes noch tun. Hier mal so einen kleinen Weg, so eine kleine Treppe hinbauen. Und wir haben ja richtige Treppen sogar. Wir können ja die richtigen Treppen nehmen. Zack. Nein. Mit R drehen. Okay. Und dann rüber. So, sind wir drüben. Jetzt sind wir auch die Cranks weg. Und hauen die mit drüben hin. Und schmeißen dort jetzt auch unsere Stromproduktion hin. So. Haben wir jetzt noch Strom da? Ich glaube ja, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Also wenn er Strom verbraucht, müsste der jetzt da hinten weggehen. Eigentlich sind doch hier die Bänke jetzt aus. Was ungewöhnlich ist. Ah. Erfüllung 100... Also die sind bereits zu 100% voll. Weird. Okay. Dann lass uns mal hier so mal ganz kurz ein paar Fußböden hinpacken. Oh, hier kann ich gar nicht, okay. Aber ich kann zumindest die Cranks hinpacken. Hier
Okay, der passt da nicht. Ich habe noch 5 über. Okay. So. Das war's. Und jetzt, wenn ich jetzt alle anschmeiße. Zack. Ich wünschte, da gibt es eine Schnelltaste zum Aktivieren. Aber ist leider nicht drin. Er kann ich nur drehen, aber das will ich ja auch nicht. Ne, ich muss die wirklich dann so aktivieren. Okay, so. Jetzt haben wir deutlich mehr Stromproduktion, als wir verbrauchen. Und da laden sich jetzt auch die Batterien auf. Alles klar. Das heißt, wir haben gleich alles voll. Und wenn wir Strom brauchen, dann zieht das hier ab. So weit, so gut. Oder? Würde ich sagen, oder? Ja. Das klingt auf jeden Fall erstmal schon mal logisch. So haben wir dann diese Batteriebänke eben gleich noch mit genutzt, für das wir brauchen. Wir können auch mal ein paar von den Dingern herstellen. Von den Forschungsdingern. Machen wir mal alle? Ich habe ja ein paar bisschen so einen Barren da. Komm, wir machen mal alle, ne? Jetzt macht er gerade so viel, wie er craften kann. Und dabei wird er dann logischerweise auch die Einzelteile craften. Und man sieht es gerade schon, er hat jetzt auch die Barren rausgenommen. Und fängt jetzt an, die Sachen damit zu craften. Okay. Und dann können wir dort neue Forschungsdinge eintragen. Und hoffentlich dann mehr Sachen forschen, wie zum Beispiel wo hatte ich den gerade? Das Hoverpack. Das Hoverpack braucht nur 20 Punkte. Und ich glaube, das sollte ich mir gönnen. Ich glaube, das sollten wir uns mal anschauen und eventuell eben herstellen. Weil ich denke, das wird sinnvoll. Ja. Hobelverbindung. Oh. Das ist auch nice, dass du alle Kobel-Generatoren in einer Reihe direkt mit einem Schlag anzünden kannst. Das ist natürlich praktisch. Und das schaltet die Akkus frei, aber die haben wir ja schon. Brauchen wir also erstmal nicht unbedingt, so zwingend. Und hier oben haben wir das Hochspannungskabel, was ich bereits gefunden habe. Ja, Massenlöschung, Massensammlung. Weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Habe ich jetzt aber noch keine wirkliche von Wissenschaftsgütern. Ich bin überfragt, was das bedeuten soll. Das erforschen wir mal. So, Massensammlung. So. Wie funktioniert das jetzt mit der Massensammlung? Habe ich neue Rezepte bekommen? Ne, nur der normale Boden. Eisenrahmen? Ne. Okay, Löschmodus. Damit kann ich nur einzelne zerlegen. Wie geht das mit der Massensammlung? Kann auch nicht interagieren oder irgendwas? Nö. Ich bin da gerade leicht überfragt, was es mit der Massensammlung auf sich hat. Was bedeutet diese Massensammlung? Da gibt es auch in der Steuerung irgendwie nichts, was man da irgendwie machen könnte. Schnellleisten, Tastenkombination, Overlay-Modus ein, aus. Space, Left-Shift, Standard, Interaktion, Löschen ein, aus, Variante wechseln. Da ist auch alles irgendwie nichts drin.
Tagebuchkarte, Strommenü, Menü schließen. Nee. Ich höre nur die Empfindlichkeit anschauen, das bringt auch nichts. Was also bedeutet die Massenlöschung? Einzeln anklicken. Aber das bringt ja nichts. Rechtsklicken tut nichts. V. Nö. Umschalten brauchen wir auch nicht. Die Massensammlung ermöglicht das Massensammeln von Wirtschaftsgütern im unmittelbaren Umkreis. Was genau bedeutet das? Vielleicht, wenn ich die Sachen auf dem Boden platziere und dann die wieder einsammeln möchte oder so? So, F. Nö. Auch keine Ahnung irgendwie, was das zu bedeuten hat. Warum ist alle? F. Das ist nur der normale Löschmodus. Oder zählt es vielleicht nur, dass die Wissenschaftsgüter nur in einem bestimmten Umkreis funktionieren? Nee. Das wäre ja auch Blödsinn, oder? Jetzt könnte ich alles rausziehen, was da drin ist, okay. Da ist aber nichts drin. Ist das neu? Kann ich wieder was verlernen? Nee, ne? Nee. Warte mal, ich guck mal, ob ich was im Discord finde gerade dazu, weil da bin ich gerade leicht verwirrt, was das bedeutet. Ich habe keinen Plan. Da muss ich mich nochmal beschäftigen, was es zu bedeuten hat. Weil da habe ich gerade keine Ahnung, was genau das zu. Was das bedeutet, die Massensammlung. Es ergibt halt irgendwie gerade gar keinen Sinn. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt wirklich darum geht, dass ich jetzt die Sachen da rausziehen kann, weil ich glaube, das war vorher nicht da, ne? Wenn ich auf Kisten geschaut habe? Oh. Ja, das wird es sein. Ja, das wird es sein. Jetzt könnte ich quasi die gesamte Kiste nehmen. Oh, wow. Okay, das ist interessant. Wirklich brauchbar jetzt nicht unbedingt, aber interessant. Das ist die Massensammlung. Gut, haben wir erforscht. Anyway, der ist gerade am Craften da unten drin. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen und das auch als Fabrik machen, statt jetzt hier. So, wenn ich die jetzt hier reinpacke, die Jungs, bekommen wir jetzt 59 neue Tech-Dinger dazu.
Genau, und er verbraucht den Strom jetzt ganz sachte. Er zieht ihn halt aus der Batterie raus, wenn er ihn braucht. Und das war's. So, und ich kann jetzt neue Sachen erforschen. Wie zum Beispiel bei der Energie. Die Kurbelverbindung. 10 Stück. Ups. So, jetzt kann ich eine aktivieren und damit geht die ganze Reihe an. Zack. Und der Strom füllt sich gerade wieder. Perfekt. Okay. Nett. Okay. Das ist schon mal praktisch. Okay. Kurbelverbindung. Das ist das. Als nächsten jetzt den Jetpack. Das Hoverpack. Das würde ich mir gerne mal anschauen, wie das dann funktioniert. Denn das klingt auf jeden Fall als nach was, das ich haben wollen täte. Er ist gerade noch am Platzieren hier. Gibt es da ein oberes Limit oder nicht? Bin da unsicher. Und wir können das sogar noch verdoppeln. Hier, warte mal. Zack. Wir könnten das sogar vervierfachen oder verdreifachen. Müssten das dann nur über die Ecke legen. Aber ganz ehrlich, so viel brauche ich das jetzt nicht tatsächlich. Und später können wir das eventuell dann mit den schnelleren Förderbändern machen, einfach. Er baut auf die nächste Reihe schon mal drauf, alles klar. Und wir sollten jetzt genug haben für unseren Freund. Das Hoverpack. Whee! Dann lass uns doch mal das Hoverpack bauen. Unter Ausrüstung wahrscheinlich. Ja. Wir brauchen. Ich kann es mal gerade das gesamte Crafting. Wir brauchen das Zeug. Er macht jetzt die normalen Bauteile, dann daraus die elektronischen Bauteile. Ne, die haben wir noch da. Okay. Hier nehmen wir noch ruhig die restlichen Dinge mit dazu. Die Produktionsgeschichte muss ich ja nicht freischalten, ne? Die war ja schon Terraforming. Hier können wir den Mule ein bisschen verbessern. Synthese. Achso, doch hier, die Montagemaschine müssen wir erforschen, genauso wie den Drescher und den Pflanzer. Okay, da gibt es gar keine andere Option. Wir müssen das tatsächlich bauen. Wir könnten jetzt hier mit der Montagemaschine arbeiten und versuchen dann so die Sachen herzustellen für die Forschung. Okay. Und halt eben dann die Biodichte erhöhen, dass wir halt eben mehr Zeug rauskriegen aus den Bio-Ziegeln. Ja, wir sollten vielleicht anfangen, dann die Montagemaschinen zu verwenden und dann damit das Ding befüllen hier. Statt eben aus der Kiste, warte mal. Löschmodus. Wir schmelzen gerade den Kram weg. Und wir bauen mal ein paar Montagemaschinen. Nehmen wir hier ganz kurz die Drescher weg. Und den Kollegen. Und die Lampe und das Zeug. So. Ich möchte bitte gerne produzieren den. Holzofenförderer? Wo ist denn bitte. Hab ich nicht. Wollte ich nicht? Wollte ich, habe ich nicht. So rum. Okay. Jetzt. Produktion. Da ist er. Der neue. Der braucht 50 Kilowatt an Strom. Okay, das geht noch. So. Für den Kollegen brauchen wir dann den Kupferdraht und die mechanischen Bauteile. Die mechanischen Bauteile hatten wir hier. Das ist direkt aus dem Kupferbarren. Das ist aus Kupfer und Eisen. Alles klar. Also wir bräuchten eigentlich drei. Ja, wir bräuchten drei Produktions-Horsties. Und einer macht die mechanischen Bauteile. Einer macht den Draht und einer macht das dann zusammen und macht daraus die Dinger. Okay. Wenn ich den so hinstelle,
kann der direkt dann auf 3 Ebenen befüllen. So, überlappen geht da nicht, ne? Nee, das mag er nicht. Da ist es in der Begrenzungszone, also muss es dann schon hier hin. So, dann hätten wir 3 Anschlüsse, die wir befüllen können. Und wir können dann jetzt in irgendeine Richtung gehen und dann dort einmal. Was? Wir machen mal ruhig alle 4. Wir machen hier mal zu. So. Okay. Dann los. Also. Wie, ja, da war der Strom gerade aus. Macht aber nichts. So. Damit hätten wir alle 4 Anschlüsse. Und wir können dann das drehen. Genau, das drehen, dann können wir die anderen beiden machen. Genau. Das klingt nach einem Plan. Brauche ich aber logischerweise nochmal ganz kurz 2 Maschinen. So. Und dann bräuchten wir die Kisten, die haben wir noch. Ja. Und dann geht in die Kisten dann jeweils, das gehen die Barren rein und dann macht er dann, produziert er lustig vor sich hin fleißig die Forschungspunkte. Und dann werden die da platziert und ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da hinkriegen werden, aber das passt schon. Und wenn die voll sind, da packen wir einfach daneben und fertig. Das geht ja auch. Nicht, wenn er bis oben rankommt. Ja, das sollten wir hinkriegen. Anyway. Da sind die neuen Maschinchen. So, wenn ich den jetzt so hinpacke. Oh, guck mal, da kann er sogar direkt rausgreifen. Und wieder reinpacken. Okay. Lass uns den ruhig beiseite packen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Machen wir das mal symmetrisch. So. Okay. So, dann brauchen wir hier den Greifer. Der greift aber von da nach da, genauso wie der von da nach da. Dann brauchen wir jetzt die Kisten. So, der braucht jetzt 2 Kisten, ne? Weil der braucht ja Eisen und Dings. Okay. Eisen und Kupfer, der andere braucht nur Kupfer. Ein paar weitere Fußböden gemacht hier. Und dann Kisten. Also 4. Eine Kiste. Ich weiß, das passt nicht. Gut, wir können natürlich die eine Kiste mit dem Zeug, mit dem Kupfer hier hinten hinpacken und dann eben parallel reinziehen. Und dann machen wir die Kiste mit dem Eisen dann eben hier hin. So. Dann geht die Eisenkiste schon mal von hier nach dort. So, der greift dann jetzt von da nach dort. Wird das so funktionieren? Glaube ich nicht, oder? Den nach da und dann den nach da. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schau mal, also du machst bitte nur den Kupferdraht. Und du machst bitte nur die Maschinenteile. So. Dann geht hier jetzt die Kupferbarren rein. Die werden rausgezogen und gehen nicht weiter. Okay. Das hatte ich befürchtet, dass das so nicht funktionieren kann. Okay, also müssen wir das wird, geht natürlich so auch nicht. So, der muss dann darüber. Dann greift der das da rein. Genauso wie hier dasselbe. Da rein und darüber. Dann brauchen wir das Förderband. Und das geht dann da rein. So klappt das. Okay. Hier geht jetzt das Eisen rein.
Okay. Und dann haben wir hier die Griffler und du machst bitte jetzt den Forschungskern. Okay. Da kommt das. Ja, da kommt der erste rein. Der zweite, der dritte. Wir werden viel zu viel Kupferdraht haben, das ist aber nicht schlimm. Oh, und wir kriegen direkt zwei draus. Wait, what? Zwei, drei. Wait, what now? Macht er dann auch zwei oder was? Nee. Der würde dann nicht nur doppelt so schnell arbeiten, sondern er würde doppelt so viel rausbekommen. Tatsächlich. Was? Maschine ist voll. Warte, 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 warte. Er craftet. Nee, er macht nur einen. Warum ist er mal zwei? Fünf. Er macht ernsthaft zwei draus. Ist ja mal weird. Das heißt, ich krieg die doppelte Menge aus denselben Materialien. Okay. Ist das so gewollt? Ich meine, ist schön, wenn es so ist, aber ist das wirklich so gewollt? Das kann ich aber gar nicht vorstellen. Ja, er nimmt auch nur zwei weg. Und macht dann, jawohl, okay. Hier, die Anzahl der Punkte könnte vielleicht angeben, wie viel man dabei rausbekommt. Aber das finde ich ja gerade hardcore. Dass ich mit derselben Menge an Material die doppelte Menge an Forschungspunkten kriege. Das ist ein bisschen heftiger, als ich erwartet hätte. So, wie sieht es mit dem Strom aus? Okay. Wir haben gerade einen Stromverbrauch von 150. Aber es können wir dahin. Zack. Und schon sind wir bei. Sind wieder am Plus. Okay. Eine Reihe Generatoren reicht sogar schon für die gesamte Ecke. Okay. Mutig, der baut jetzt hier weiter fleißig seine... die Forschungspunkte. Achso, wir wollten das Hoverpack. Ist das schon fertig? Wo ist es? Und wie lege ich das an? Muss ich es auswählen? Hier ist mein Hoverpack. Okay, warte. Ich mal kurz die Kisten hier und pack das mal dann da unten rein. Ein Hoverpack. Hier. Okay. Erlaubt mir aber nur so ein bisschen über dem Boden zu schweben. Keine wirklich freie Flugbewegung. Und wirklich viel schneller ist es tatsächlich nicht. Okay.
Hier hochfliegen kann ich aber nicht, wahr? Nee. Okay. Okay. Mir so ein bisschen die Wand hochhangeln damit. Aber das war's auch schon. Ey, wir sind oben bei den Pilzen. Okay. Das zählt nicht mit. Und der baut er jetzt fleißig weiter die Forschungspunkte. Das geht schon mal. Hey! Wir haben es bis rüber geschafft. Noch. Nicht mehr lange, dann kommen wir da nicht mehr hoch. Aber wisst ihr, dann können wir die einfach dann abbauen und unten drunter und dann rüber schaufeln und fertig. Das geht ja. Und ich behalte jetzt sogar die Höhe bei. Interessant. Okay. Hat nicht ganz gereicht. Okay. Ja, Jetpack könnte noch ein bisschen schneller sein. Wir bräuchten noch ein bisschen was. Anyway. Wir haben unsere erste Produktionsstätte, unsere erste Produktionsschiene tatsächlich jetzt fertig und bekommen hier jetzt unser Zeug. Also, und unsere Forschungspunkte. Wir sind damit jetzt schon bei sage und schreibe saftigen 112 Punkten. Wir können jetzt die Geschwindigkeit bis... Oh ja, komm, lass uns das mal erhöhen. Dann ist er nämlich nochmal dort nochmal ein bisschen schneller. Ach nee, muss ich erst scannen, okay. Das habe ich noch nicht freigeschaltet zum Scannen. Ich könnte die Schmelzgeschwindigkeit erhöhen. Das bringt aber nichts, wenn ich nicht die Biodichte sollten wir auf jeden Fall erweitern. Aber wir brauchen aber auf jeden Fall auch den Pflanzer und den Drescher. Okay. Ich fange aber mit der Biodichte an. Weil dann rennen die halt eben für mehr. Und dann machen wir als nächstes dann die Pflanzer und den Drescher fertig. Und schauen mal, wie wir damit bauen können und was dabei Vernünftiges bei rumkommt. Würde ich mal so grob sagen. Und ja. Wir sind ein gutes Stück weiter in der Fabrik. Das soll es dann für die Folge gewesen sein. Und wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder links rechts auf Wiesklicken. Da gibt es bis mehr von mir. In der nächsten Folge wieder bis dahin. Tschüss.